Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Herzlich willkommen auch zu einer weiteren Folge von Geniale Schachzüge. Die folgende Stellung stammt aus dem Jahr 1950 und zwar aus der Partie Alexander Kotow gegen Paul Keres. Zwei sehr starke Großmeister Mitte des 20. Jahrhunderts, Kotow aus Russland, Keres aus Estland. Weiß Kotow hat hier eine schöne Angriffsstellung aufgebaut. Wir sehen die typische Läufer-Dame-Batterie oder Dame-Läufer-Batterie auf der Diagonale B1, H7. Dummerweise steht da ein Springer auf G6 im Weg, blockiert die Zufahrt zum schwarzen König hier. Und die Frage ist, wie kann man hier den Angriff mit Weiß entscheidend verstärken? Man kann das, indem man Springer F4 spielt. Ein überraschender Zug. Greift den Springer auf G6 an. Das Problem ist, Schwarz kann den Springer nicht schlagen, weil der Läufer würde die Dame schlagen. Was soll Schwarz machen? Man darf den Springer natürlich auch nicht mit Springer schlicht F4 schlagen, wegen Dame H7 Schachmatt. Na, durch diese Dame-Läufer-Batterie. Schwarz nahm den Läufer. Jetzt nimmt aber Weiß den Springer hier raus. Greift den Turm an. Der Turm ging weg nach E8. Natürlich darf Schwarz hier nicht H-Schlicht G6 spielen. Wegen Dame-Schlicht G6 Schach, König H8 und Dame H7 Schachmatt. Das ist natürlich einfach zu sehen für einen Großmeister. Deswegen spielte Schwarz Turm E8 und kämpft weiter. Und jetzt kommt ein weiterer Hammerzug. Vielleicht sogar noch schöner als der erste, aber in Kombination mit dem ersten Zug wirklich eine Pracht. Ja, wie kann Weiß jetzt hier den Zugang zum schwarzen König öffnen? Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Ne? Der Springer kann wegziehen, nach dahin, ne? Er könnte eventuell hier schlagen, er könnte eventuell hier hin oder dahin. Was ist davon der stärkste Zug? Der stärkste Zug lautet Springer H8. Richtig schön. Der Springer landet im Eckfeld des Schwarzen. Und dort steht er wirklich am besten. Der Grund ist, er attackiert diesen Bauern hier noch. Das ist ganz wichtig. Springer E7 Schach funktioniert gar nicht. Natürlich darf Schwarz jetzt hier nicht nehmen auf E7, weil dann würde Dame H7 und Dame H8 folgen. Matt. Aber der König kann wegziehen und den Springer angreifen. Und dann hat Weiß plötzlich ein Riesenproblem, weil der Springer verloren geht. Das wäre nicht gut. Springer F4 zurück bringt auch nichts, weil dann kommt Dame G5, Dame H7, König F8 und der schwarze König haut ab. Und in dieser Variante sieht man, warum es so wichtig ist, dass dieser Punkt hier angegriffen ist. Deswegen ist Springer H8 sehr stark. Es ging weiter mit Turm E7. Wenn der schwarze König selbst wegrennt, König F8, dann kommt Springer schlicht F7 sehr stark. König schlicht F7, Dame H7 Schach. König F8, Läufer G6, es droht matt und das kann man nicht mehr abwehren. Dame E7, Dame H8, Schachmatt. Also, es ging weiter mit Turm E7 in der Partie. Turm E7, Dame H7, Schach, König F8. Gut, jetzt ist es kein Matt. Und der Springer blockiert jetzt auch hier der Dame den Weg. Der kann jetzt aber nicht weg. Also Springer schlicht F7, Turm schlicht F7 macht keinen Sinn, Springer G6. Genauso wenig. Aber Weiß hat jetzt so eine überragende Stellung, dass er einfach den Angriff auf normale Weise fortsetzt. Und zwar mit F4. Die Idee ist einfach, er möchte den F-Bauern vorschieben. Es geht weiter mit Springer schlicht C4. F5. Jetzt droht ganz stark F6. Mit Angriff auf den Turm und hier Besetzung dieses Feldes, wonach Dame G7 den schwarzen König angreifen würde. Deswegen nimmt Schwarz diesen Bauern raus. Und jetzt ganz stark, kurze Rochade. Bringt den König in Sicherheit im 22. Zug, sehr spät. Bringt aber auch gleichzeitig den Turm ins Spiel, womit dieser Bauer ein weiteres Mal angegriffen ist. Wird. Es ging hier weiter mit Läufer C8. Das deckt den Bauern auf E5. Springer E3 hilft nicht wegen Turm F3 einfach. Mit Angriff auf den Springer.
Der müsste wegziehen und dann könnte Weiß auf f5 schlagen. Also Läufer c8. Jetzt nehmen wir bei den Bauern raus mit Läufer schlicht f5. Läufer schlicht f5, Turm schlicht f5. Und jetzt ahnen wir schon, der Angriff ist durchschlagen, weil jetzt kommt der andere Turm auch noch nach f1. König. Schwarz versucht mit dem König abzuhauen, evakuiert ihn, aber es reicht nicht. Turm schlicht f7. König d7, er haut ab. Aber Dame f5 Schach ist sehr stark. Der König läuft nach c6. Und jetzt Dame f6 Schach. Ein Doppelangriff hier auf den Turm. König d7 und jetzt e6 Schach. Und jetzt kann Schwarz nichts mehr machen. König e8 ist Turm f8 matt. König d6 folgt einfach das Schlagen hier des Turmes. Dame schlicht d7, nebst Springer f7 Schach. Und Schwarz verliert hier die Dame, weil der König wegziehen muss und dann fällt die Dame. In der Partie versuchte Schwarz freiwillig mit dem König abzuhauen und gab hier den Turm, nahm aber im Gegenzug dafür den Springer. Materiell, ja, steht Weiß besser, aber nicht so super, also nicht so klar besser. Das wäre noch irgendwie zu verkraften für Schwarz, aber der Angriff geht unvermindert weiter. Turm schlägt c7 Schach, sehr, sehr stark. König b5. Das Problem ist, dass nach König schlägt c7, Dame e7 Schach, König b8, Turm f1, gefolgt von Turm f8 Schach, Schwarz die Dame verliert. In der Partie probierte Schwarz König b5, Dame e7, a5, Dame d7 Schach. Der König versucht sich zu verstecken auf a6, jetzt folgt aber Turm b1 und wir sehen schon, die weißen Schwerfiguren erledigen den schwarzen König. Der hat überhaupt keine Fluchtfelder mehr. Und es droht einfach Dame B5 Schachmatt. Und man kann das nicht wirklich abwehren hier. Eine Möglichkeit wäre Springer. Hier gab übrigens Schwarz auf. Eine Möglichkeit wäre Springer schlicht A3. Aber dann folgt Turm schlicht B6 Schach. König schlicht B6. Und Dame C6 Schachmatt. Ja, das war eine weitere Folge. Geniale Schachzüge, ein wunderschöner Angriff von Alexander Kotow. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere geniale Schachzüge sehen möchtet, dann schaut einfach mal in meine Playlist. Ich habe schon zahlreiche Beispiele gesammelt, die ihr euch anschauen dürft. Vielen Dank fürs Zuschauen.